Hallo Leute und herzlich willkommen. Nun seid ihr schon im Retrofieber. Heute ist ja der NES Classic Mini herausgekommen. Gefühlt jeder hat das Teil schon, ich nicht. Ich gebe mich jetzt halt erstmal mit NES Remix 2 zufrieden. Hab mir das auch jetzt gerade erst gekauft, runtergeladen im eShop. 10 Euro durch My Nintendo. Da gab es so eine Aktion, 30% weniger, das habe ich dann in Anspruch genommen. Ich glaube 20 Goldpunkte hat es gekostet und dann durch den Kauf habe ich nochmal 10 gekriegt. Also war ein gutes Angebot eigentlich und jetzt habe ich eben auch NES Remix 2. Den ersten Teil habe ich schon. So, Game Start, Super Luigi Bros. Und Championship Mode. Wir machen jetzt einfach mal Game Start und schauen mal, was auf uns jetzt hier wartet. So, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. In der Beschreibung wie immer weitere Infos über das Spiel. Remix. So, besiege 10 Gegner, bevor die Zeit abläuft. Achso, wir haben einen Stern. So, ich sollte hier jetzt auch keine Zeit verlieren. 3. War jetzt natürlich noch leicht. Also, es geht jetzt darum, Missionen abzuschließen, so wie diese hier. Ach, ihr werdet schon sehen, worum es geht. So, du hast 5 NES-Titel freigeschaltet. Es gibt auch für ein 3DS Ultimate NES Remix, da sind beide Teile oben. Das gibt es sogar als Retail-Fassung. So, wir haben jetzt ein paar Spiele freigeschaltet. Das sind aber nicht wirkliche Spiele, sondern nur Missionen dazu. Also, es enthält jetzt keine kompletten Spiele. Machen wir es mal so. So, da haben wir jetzt einige Missionen freigeschalten. So, noch ein bisschen warten. Wario's Woods. Okay. Okay, dann beginnen wir mal, machen wir mal hier was. Mario Bros. 3. Halte X berührt was, um ihn aufzuheben. Okay. Triff einen Block und hol dir das Item. Leicht. Ja, jetzt ist es natürlich noch ganz leicht am Anfang. Okay, einfach fliegen. Gut. Okay, einfach Münzen sammeln. Da muss man sich natürlich auch schon ein bisschen mehr konzentrieren, aber ist immer noch kein Problem. So, und da werden wir halt immer so ein bisschen bewertet nach Zeit und so. Und mit Sternen belohnt. War jetzt natürlich noch ganz leicht. So, da kriegt man immer Miiverse Stempel. Hier Little Mac. Oh, super. Was ist das? Besiege 3 Goombas, bevor die Zeit abläuft. Passt. Besiege 3 Goombas. Okay, da können wir einfach rutschen. Besiege 3 Mini-Goombas. Okay. Komm her. 1. Wow, die sind schon tückisch. Ja, die volle Punktezeit, Anzahl kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Habe ich jetzt etwas dumm. Besiege den riesigen Goomba. Mal schauen, wie ich jetzt bewertet werde. Ah, doch noch ganz gut. Okay, ich bin zufrieden. Ja, Leute, habt ihr schon den NES Mini? Ich werde mir den dann holen, sobald er wieder verfügbar ist. Okay. Und was haltet ihr von dieser Serie? Achso, die Röhre muss ich betreten. Oh, ich bin so ein Trottel. Geh weg. Münzen. Hoppla. Oh. Ja, war ja alles ziemlich leicht, oder? Natürlich auch volle Punktzahl. Und 12 Sterne haben wir da unten schon.
So, neuer Remix-Level freigeschaltet irgendwie. Und auch neuer Stempel. Pit. So, die Remix-Level, die sind immer was ganz Besonderes. Campen dann immer irgendwas um und remixen es irgendwie. Ganz lustig irgendwie. So, schauen wir mal bei Dr. Mario vorbei. Okay, jetzt muss ich natürlich... Sehr selbsterklärend jetzt natürlich auch noch ein bisschen einfach. Was willst du? Jetzt habe ich gar nicht... Achso. Oh, ich glaube, ich habe es verkackt. Kann ich da neu starten? Restart. So. Mit dem geht das natürlich noch nicht. Erst mit dem nächsten. Dr. Mario finde ich ganz cool. Nicht zuletzt wegen der Musik. Eliminiere alle Viren. Okay, wie gehen wir da am besten vor? Natürlich so effizient wie möglich. Aber ich glaube, ich habe es schon ein bisschen mehr oder weniger verkackt. So. Auch den blauen hier. Kaputt, Mann. Ja. Ich bin jetzt kein Profi in Dr. Mario. Aber ich mag so Puzzle-Spiele eigentlich ganz gern. Tetris spiele ich immer wieder gerne. Zeit abgelaufen, ehrlich. Okay, ein Leben wurde mir abgezogen. Habe ich auch ein bisschen gefailt. Aber Tetris, naja. Der Klassiker halt. Und auch dieses neue Puzzle-Spiel, das es in dem Animal Crossing hinzugefügt wurde, das spiele ich auch ganz gern. Animal Crossing Puzzle League, oder wie es heißt. Ach so, ich bin so ein Trottel eigentlich. Ich muss da unten eigentlich nur zwei rote hin tun. Ja, ich muss restart. Dann kriege ich auch mein Leben zurück. Denn, ja, ihr seht es ja eh gleich. So, da gar nichts. Ah, ich Trottel, Mann! Ah, ich bin so ein Trottel. Entschuldigung. Ja, vielleicht, falls es jemanden interessiert. Ich habe noch nie ein NES besessen. Ich bin mit dem N64 groß geworden. Und das heißt, auch keinen Super Nintendo habe ich besessen. Ja. Das heißt, ich bin mit dem 3D-Zeitalter aufgewachsen. So. Da, das hier so. So, von mir aus. So hin. So. Und einfach so rein. Guckt mal, wie leicht das ist. Also, hab's mir vorhin da komplizierter gemacht, als es ist. Ich wollte nach oben hinweg stapeln. Aber passt so. Naja. Schauen wir uns nochmal was. Okay. Muss ich genau diesen Virus? Ich brauche einen roten natürlich. Ist ganz witzig, das Spiel. Also. Gelb. Alter! Verkackt. Ja, ich weiß. Ich schäme mich ja dafür. Passt. Oh Gott. Jetzt muss ich hier richtig in der engen Kurve hier. Aber das klappt. Auch hervorragend. So. Perfekt.
Machen wir das auch noch, oder? Zwei Bieren auf einmal, das machen wir. Ist ja ganz leicht. Kettenreaktion auslösen. So. Auch ganz leicht. Anime 4. Oh, okay, okay. Jetzt erstmal nachdenken. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es verkackt. Oh Mann, da muss ich zuerst mal nachdenken und schauen. Oh, verkackt. Restart. Ja, schade, dass man da jetzt nicht die Mission neu starten kann. Ich muss das jetzt erstmal anschauen und schauen, was da von mir verlangt ist und wie ich das am besten hinkriege. Ging jetzt ein bisschen zu schnell. So. Kann ich da nicht Pause? Doch, kann ich. Aber da wird leider genau dieser Topf hier verdeckt. So. Ich kriege einen rot-blauen. Oh, das nervt gerade. Rot-blau, ja. Ich weiß schon wie. So. Oh Gott. Das ist so nicht gewollt. Das ist so nicht gewollt, Freunde! Schlecht. Oh Gott, bin ich schlecht. Nee, verkackt. Verkackt erst! Ah, das ist einfach der Erd. Das ist ja so leicht, Mann. Und da jetzt? Was tun? Ja. Okay, es ist echt leicht gewesen. Man muss halt nur nachdenken. Ja, Alp! Lass mich mal schauen. Hilfe! Ja, Entschuldigung! Man wird hier so unter Druck gesetzt. Also. Ah nee! Man muss da natürlich quer hinlegen. Ja. Komm, das schaffen wir. Nervt jetzt vielleicht ein bisschen, aber. Ist ja egal. Guckt! Wie geschmiert läuft das? Besser kann es nicht laufen. Ja, die volle Punktzahl, die kann ich mir abschminken. Ein Stern. Oh, wie scheiße, oder? Egal. Dafür kriegen wir einen Link. Das ist auch schon was wert. So. Ja. Jetzt gehen wir in Mario Bros. 2. Fun Fact, weiß zwar jeder. Eigentlich ursprünglich ist das gar kein Mario-Spiel. Das ist Doki Doki Panic und wurde dann ja halt in Europa in Mario Bros. 2 umgewandelt. Das richtige Mario Bros. 2 heißt Mario Bros. 2 The Lost Levels. Dieses Spiel war aber zu... die Japaner haben gesagt oder so. Oh, das ist zu schwer für die scheiß Europäer. Das können wir nicht veröffentlichen. Die sind so dumm und schwach und die können nix. So, ja. Leicht. Siege drei Gegner mit Gemüse. Eins. Zwei. Die Shy Guys hatten in diesem Spiel ihren ersten Auftritt. Lol. What? Achso, ich bin Peach. Ich dachte jetzt... Und auch Beardo. Man könnte also mutmaßen, dass Shy Guys gar keine echten Mario-Charaktere sind. Aber naja, hat sich halt so etabliert und das ist ja auch super. So. Oh, ein neuer Remix-Level. Die Remix-Level, die sind eh immer das Highlight. Das schauen wir uns nachher auch an. So. Da machen wir da noch eins. Kletter nach oben. Na, geht. Ja, die Steuerung ist natürlich schwammig. Aber naja. Macht ja nix. Aber das hat ja was. Diese Marienkäfer. Alter! Ja, echt ein bisschen schwammig. Man muss da echt aufpassen beim Klettern.
habe es geschafft. Ja. Oh, das war's schon. Gut. Das ist gut. Was haben wir da? Ei, und hebe es auf. Ja, da haben wir Birdo auch schon. Noch ohne Schleife, mit so ganz komischer Glatze. Muss ich Birdo besiegen? Fun Fact über Birdo. Ich glaube, in der japanischen Version ist das ein Mannsweib, also eine Transe. Das halt... Ja, ein Junge ist, der sich halt als Mädchen fühlt. Aber das wurde dann irgendwie geändert. Und jetzt ist Birdo weiblich. So, Samus. Cool. So, Mario Bros. 2. Jetzt gehen wir zu Kirby's Adventure. Schau mal, was hier abgeht. Sieh dir die Demo an. Okay, ich drück nix. Der macht es selber. Ist ja auch doof. Wieso ist das eine Mission? Ja, da lernt man halt die Steuerung hier in englischer Sprache, aber das macht ja nichts. So, einsaugen kann der Gute auch natürlich. Schöne Grafik, oder? Ist ein NES-Spiel, muss man wissen. Bedenken. Seine Fähigkeit kopieren kann er natürlich. Ja, es passt. Nervige Mission hier, oder? So, und rauskotzen kann er das Ganze auch wieder. Kennen wir doch alles von Smash. So, Spark. Oh, hier, Eis. Na, die Mission ist jetzt echt irgendwie sinnlos. Ja, vielleicht sollte auch die Leute irgendwie einführen, die noch nie Kirby gespielt haben. So, Fireball. Oh, der. Wrestler Kirby hier. So, passt. Ja, nimm den Stern und dann ist die Mission hoffentlich beendet. Oh Gott, hoffentlich verliere ich jetzt nicht in einer der drei Missionen, die noch folgen. Denn was? Sauge. Sonst kann ich das nochmal anschauen. Nee. Okay, Mama. Drei Gegner. Hoppla! Hey, her damit! Bleib stehen! Okay. Eins. Zwei. Und drei. Gut. Okay. Und noch ein Remix-Level. Super. Da machen wir nochmal eins. Geh durch die Tür am Ende des Levels. Hört sich natürlich leicht an. Und das ist es wahrscheinlich auch. Kirby, die Kirby-Reihe, die war noch nie eine schwere Reihe. Hier ist die Tür. Und schnell rein. Natürlich drei Sterne, oder? Na klar. So, welcher Stempel kriegen wir? Wario. Passt zu unserem nächsten Spiel Wario Woods. Aber jetzt machen wir erst noch die dritte Mission von hier. Okay. Eins. Diese komische Totenschell. Und den Pilz auch noch. Also fünf Gegner sind. Ich habe jetzt drei Gegner. Zuerst irgendwie gelesen, fälschlicherweise. Geh durch die Tür. Okay, irgendwie mit dem. Das war jetzt so fies irgendwie.
Oh, das ist jetzt fies, die Mission. Oder halt, na, was heißt fies? Nur weil es ein bisschen schwieriger, kniffliger jetzt ist, ist es gleich fies. Ja, so einer bin ich also. Nee, sehr schön, wenn es langsam schwieriger wird. Also nur keine Sorge, falls ihr jetzt Angst habt, dass ich euch jetzt alles vorwegnehme. Es gibt so viele Missionen. Wir machen jetzt bei jedem Spiel auch nur ein paar, also drei Missionen. Und es gibt noch Spiele zum Freischalten. Oh. Komm schon, das muss ich doch jetzt hinkriegen. Und am besten... Oh. Holt man sich eh zuerst den ersten Teil von NES Remix. Oder gleich NES Remix Ultra Ding oder wie es heißt. Den 3DS-Teil halt. Ja, runter bitte. Nein, ich will runter. Leg den blöden Schirm weg. Nein, Kirby. Rein da. Oh, der Kirby. Ich sag's euch, Leute. Naja. Hol dir das One-Up. Holen wir uns, oder? Alter, der blöde Waddle Dee. So. Und schon wieder tot. Ja, ich muss sagen, ich war noch nie der größte Kirby-Spieler. Hab tatsächlich auch noch gar keins so richtig gespielt. Ja, ich weiß, Schande über mich. Haben jetzt aber den 3DS-Teil gekauft. Den neuesten, Planet Robobot. Den werde ich jetzt bald mal angehen. Und ja, auch der andere 3DS-Teil sei ganz cool. Ja, was ist denn? Ich schlage immer. Blöde Waddle Dee. Ah doch, natürlich. Kirby... Und das magische Garn, das habe ich natürlich gespielt. Das haben wir ja auch zusammen gespielt auf meinem Kanal. Ist schon etwas länger her. Die Qualität von den Videos, die ist jetzt auch nicht so berauschend, aber hat mir ganz Spaß gemacht, das Spiel. Ich weiß nicht, was los ist, Kirby. Der Kirby! So, gehe ich dem Blödmann hier aus dem Weg. Achso, der schießt. Oh, ich lasse den da unten links liegen. Und schießt jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Hier ist das One-Up. Wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Kriege ich das? Alter, der blöde Waddle Dee! Mein Gott, die Steuerung ist schwammig. Aber das gehört natürlich dazu zum Retro. Zu Retro Games. Das will ich auch gar nicht missen. Auf dem Gamepad zeigt mir übrigens die Off-TV-Sicht an. Wie zu erwarten ist halt. Ganz cool. Ganz cool ist das. Oh, jetzt reicht's mir, aber jetzt will ich die Mission schaffen, Mann. Noch nerviger als Dr. Mario vorhin, nee. Weißt du, es ist auch noch so leicht. Nur ich bin zu überheblich. Leider. Oh Mann, der rutscht auch so. Der rutscht auch so, der Kirby. Ja, Leute. Macht euch gefasst auf ein 10-Stunden-Video. In dem wir hauptsächlich Kirby spielen. Cool, oder? Ah! Lol. Ja, ich bin nicht sehr helle, ich weiß. Oh, cool. Also, dass es so, schon so eine Physik-Engine gab beim NES. Das ist ziemlich cool. Ja,
Ja, natürlich jetzt nicht tausende Punkte. Jetzt schauen wir uns Wario's Woods an. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das ist. Das ist auch so ein Puzzlezeug, oder? So, das sieht man auch schon. Sieh dir die Demo an. Oh nein. Nein! Tötet mich! Oh Mann. Wer dachte, das ist eine super Idee? Wario's Woods kommt heute in meinen Träumen vor. Guck, da hat Birdo schon seine Schleife. Was das da oben für eine Fee ist. Soll mir das jetzt irgendwie über die Steuerung irgendwas sagen? Ich habe keine Ahnung. Also immer drei. Ja! Cool! Ich weiß immer noch nicht das Spielprinzip von dem Spiel. Aber okay. Was? Wie? Turn the right. Ich weiß ja nicht mal, wie das Spiel funktioniert. Was? Seit wann kann Toad an Wänden laufen? Ja, Entschuldigung. Ja. Wie hat das Spiel zum Funktionieren? Entschuldigung. Mir wurde da nichts erklärt oder ich bin zu dumm. Kann beides sein. Ah! Oh Mann. Wario's Woods, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich check's halt im Moment nicht. Oh, wegkicken kann ich die guten auch. Irgendwie. Weg. 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 Alter, die Steuerung ist so schwammig, Leute. Ich check's nicht. Ich bin echt dumm wie Bohnenstroh. Tut mir leid. Diagonal, Spielprinzip, hallo. Wie ist das Spielprinzip von dem Spiel? Ja, okay. Ja! Was muss ich denn machen jetzt? Entschuldigung. Ganz komisch. Versuche es auch diagonal. Was? Was ist denn jetzt passiert? Ach, das ist Reset. Ja, der Timer, der bewegt sich trotzdem. Alter. Nee, das Spiel gefällt mir nicht, Leute. Oh, ich kann das Ganze auch. Hä? Tut mir leid. Sehr schwaches Tutorial irgendwie. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Okay, ich muss auf jeden Fall drei aufeinander stapeln und dann irgendwie eine Bombe. Was muss ich machen? Ja, leg ihn ab, du! Okay, irgendwie geschafft. Ganz komisches Spielprinzip, ganz komische, schwammige Steuerung auch. Aber naja. So, schauen wir uns noch eins an, oder? Na, oh, ich bereue es jetzt schon. Alle Monster verschwinden. Nein, der blöde Blaue, der muss raus. Weg. Alter! Rauf! Mein Gott, Wario Woods, ich hasse das Spiel. Ja, rauf! Rauf! Nein, jetzt geht's schon nicht mehr, hallo.
Oh, Leute, Mario Woods, das ist der reinste Albtraum. Vor allem, ich check die Steuerung immer noch nicht ganz. Das Spiel ist ja schön und gut. Aber wieso ist es so scheiße? Ja, du sollst nicht runtergehen, Toad. Was hat Toad eigentlich mit Wario zu schaffen eigentlich? Ah, du sollst... Heb den Trottel auf, Mann! Wieso ist der Zeitbegrenzung so wenig? Kein Wunder. So, der Typ. Ah. Nein. Nein, nein, du sollst das nicht. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig gemacht, mehr oder weniger. Das checkt doch kein Mensch. Da kann mir niemand erzählen, dass er dieses Spiel hier cool findet. Du... Ach, mein Gott, Toad, du bist so ein Trottel. Aber warte mal, so geht's doch. Ah. Ja. Jetzt irgendwie. Was? Entkomme mit und lass alles verschwinden. Wie entkommen? Okay. Lass alle Monster verschwinden. Ach, ich hoff's. Ich hasse die Monster. Ja, weg! Ah, die Steuerung! Grauenhaft! Leute! Hilfe! Hilfe! Ja, du... Was? Das Spiel. Das Spiel, Leute. Ja, rauf mit dem Trottel. Ja, diagonal, okay. Das ist ja schön und gut. Okay, jetzt. Leute, das Spiel ist eine Qual. Das gefällt mir gar nicht. Aber, naja, Geschmäcker sind ja verschieden. Ah, das finde ich ganz komisch, das Spiel. So, ein kaputten Mario, das passt zu mir. Muss ich das auch noch, oder wie? Kacke. 2 Minuten, oder wie? Ah, da bin ich. Gott, bitte, hast das Spiel doch. Die Musik ist aber irgendwie witzig. Alter! Restart, hallo! Ich krieg die Krise. Wie tut man da Reset? Hallo, ich möchte Neustart, bitte. Ich glaube, ich habe es ganz versemmelt. Oh Mann, ist das Spiel doof. Ja, bitte, leg's hin, du! Die Musik ist witzig. Also, passt. Oh, die Bombe. Ich weiß echt nicht, wie, was es mit dem ganzen Setting hier auf sich hat. So, jetzt haben wir es doch geschafft. Irgendwie. Ach, da ist noch mehr? Ach du Kacke. Da. Leg's doch hin! Gib her! Gut, geschafft, geschafft, geschafft! Fertig? Komm schon, bitte. Ja! Gut, das war's mit Wario's Woods. Ganz komisches Spiel irgendwie. Noch ein Remix-Level, cool. Das Spiel gefällt mir jetzt nicht so, aber wie gesagt, ist ja alles Geschmackssache. Wir schauen jetzt mal hier bei den Remix-Leveln ein bisschen vorbei. Ja.
Eliminiere den sich bewegenden Virus. Ja, die Remix... Bewegt sich da einer? Ja, da unten. Remix-Level, die sind immer so... da passieren Sachen, die normal nicht passieren in dem eigentlichen Spiel. So, jetzt muss ich den Trottel unten einfangen. Warte, Neustart bitte. Also da wird das Spiel verändert. Und ja. So, jetzt kann er sich nicht mehr bewegen, der Trottel. Komm, ich brauch blaue. Zeit ist eh genug vorhanden. Ja, das ist eine gute Strategie, einfach den einfangen. Blau, ich brauch blau. Ich brauch was Blaues, da ist hier was Blaues. Super! So war ganz leicht. Nichts Besonderes. Aber trotzdem, war ein bisschen langsam. Neuer Stempel. Ein Herz, wow. Fühle mich ganz cool. Ein Remix zu Mario Bros. 3. Achte nicht auf die Klone und erreiche das Ziel. Oh Gott. Erinnert mich an Mario... Mario World. Ne, wie heißt's? So, ich bin der Mittlere, oder? Super Mario 3D World. Da gab es ja so ein Kirschen-Item. Das erinnert mich jetzt voll dran. Ja, das irritiert schon. Ich bin der Mittlere. Alter, ich bin so ein Trottel. Wieso bin ich jetzt nicht auf den Lift draufgesprungen? Na, okay, weil der Lift mich an Achterbahnen erinnert. Das ist so ähnlich wie eine Achterbahn. Und wer mich von Mario Maker her kennt, der weiß, dass ich Achterbahnen im Mario-Spiel hasse. In echt liebe ich sie. In echt liebe ich sie. So. Ist doch eh ganz chillig. Ah, Mann! Ja, es irritiert schon. Es irritiert schon. Ja, die Remix-Level, die sind echt immer das Highlight, weil sie immer am witzigsten sind und einfach auch neue Situationen bringen und neue Herausforderungen, die es so in den eigentlichen Spielen, oh, kacke, nicht gibt. Ganz cool. Na komm, ich mach Neustart, dann habe ich wenigstens alle drei Level Leben. So. Jetzt aber. Wäre ich fast wieder runtergeplumpst. Ja, und wo jetzt? Ah. Und wow! Das war jetzt knapp, ey. Wäre ich jetzt bei dem Koopa gestorben? Wäre ein bisschen übel gewesen. Okay, alle drei Sterne, super. Oh, noch ein neues Remix-Level freigeschaltet. Und einen neuen Stempel auch. B, okay. Cool, haben wir immer schon B-Stempel gewünscht. So, das sieht cool aus. Was ist denn das jetzt? Sammle alle Münzen. Seht mal, jetzt bin ich mit Kirby in so einem Super Mario-Level. Wie cool ist denn das? Okay, nach Mario Maker. Überrascht einen das jetzt vielleicht nicht mehr so, dank dem Fragezeichen im Pilz, aber... Das Spiel erschien natürlich vor Mario Maker. So. Super. Was ist das? Betritt die Röhre ohne Schaden zu nehmen. So, wir wissen natürlich, dass Peach schweben kann. Auch in Super Mario 3D World ist das ihre Fähigkeit. Alter! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
dass sich das jetzt auch dreht. Aber hätte ich mir eigentlich denken können. Denn das sieht ja schon irgendwie verdächtig aus, nicht? So. Wasserfall. Ich glaube, ich bin jetzt hier in Mario Bros. 3. Mit Mario Bros. 2 Peach. Könnte mir jetzt nichts Besseres vorstellen. Cool. Also, da sieht man schon ganz gut, was diese Remix-Level auszeichnet. Guckt mal, wir haben Punch-Out freigespielt. Und eine Musiknote. So. Ja, gibt noch weitere Spiele zum Freischalten. Da gibt es also einiges zu tun. Dann machen wir das auch noch gerade. Besiege Wispy Woods, okay. Mit Buhus im Nacken, lol. Also ich sollte mich jetzt, wenn möglich, nicht oft umdrehen. Ja, die Remix-Level sind cool. Hilfe, Mann. Ey, Luigi, was macht denn der da? Gut. Ja, den Baum kennt man auch aus Smash. Und, ah, cool. So, Leute, jetzt habe ich erstmal alle Remix-Level freigeschaltet. Hier gibt es noch einige hier. Und auch noch einige Spiele und Missionen. Wie gesagt, will euch jetzt nicht alles vorwegnehmen. Nur einen kleinen Eindruck verschaffen und vielleicht mit euch ein bisschen in die nostalgische alte Zeit reisen. Oder so ähnlich. Jetzt gehen wir da nochmal zurück. Und schauen uns Super Luigi Bros. An. Das ist, soweit ich weiß, ein komplettes Mario Bros. Spiel, nur halt mit Luigi. Das ist natürlich anders. Es ist erstens mal gespiegelt. Und man hat Luigis Fähigkeiten. Das spielen wir jetzt mal ein bisschen. So, jetzt ist natürlich ganz irritierend. Man kennt Welt 1-1. Aber es ist natürlich gespiegelt. Da ändert sich das im Kopf ein bisschen. Und da ist, wie gesagt, in dem NES Remix 2 das komplette Super Luigi Bros. Hier enthalten. Kann auch höher springen und rutscht auch ein bisschen mehr, wie man es halt von Luigi gewöhnt ist. So. Und gespiegelt ist das Ganze natürlich. Also eine Herausforderung. So. Oh, zurück zum tut's ja leider nicht. Oder halt. Ja, kann man ja leider nicht. Oh, das ist ganz ungewohnt, dass man so hoch springen kann, echt. Guckt mal. Also echt ein cooles Extra, was man da hinzugepackt hat. Wie gesagt, 10 Euro im eShop, der Wii U, oder halt eben im Doppelpack Ultimate NES Remix für ein 3DS. Da habt ihr gleich den ersten Teil mit dabei. Super Angebot, falls es, und ich glaube auch für unterwegs, da eignet sich das Spiel an sich auch gut, da kann man immer zwischendurch mal ein bisschen ein paar Missionen machen. Wie es mit der Langzeitmotivation aussieht, muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Wenn er da in jeder Mission wirklich alle 3 Sterne kriegen will und alles freischalten will, dann ist er da schon ein Weilchen beschäftigt. Für die 10 Euro ist es aber, denke ich mal, auf jeden Fall wert. Und wie gesagt, im My Nintendo, jetzt sieht er aus wie Mario. My Nintendo, da ist zurzeit als Belohnung drin. Für 20 Goldmünzen kriegt ihr das Spiel um 30% billiger. Das heißt, ich habe anstatt 9,99 Euro nur, ich glaube, 6,99 Euro gezahlt.
Und dann kriegt man ja für den Kauf nochmal 10 Goldmünzen. Das heißt, die Belohnung hat an sich, wenn man es so sieht, nur 10 Goldmünzen gebracht. So. Jetzt sind wir schon hier in Bowsers Festung. Aua. Oh, das ist ganz... Wow. Ungewohnt, dass der wirklich so schnell ist und auch ein bisschen schwammiger zu steuern ist als der gute Mario. Muss hier echt aufpassen. Wo ist er denn? So. Thank you, Luigi. But our princess is in another castle. Ja, jetzt kennen wir unseren Luigi. Jetzt ist er hinter Peach her. Hinter Marios Freundin. Ey, was soll denn das? Hätte ich nicht gedacht. Na, okay. Ich verzeih dir, Luigi, denn Mario war ja in Mario Land ja auch hinter Daisy her. Ja, ihr beiden Brüder, ihr schenkt euch wirklich nichts. Das darf ich mal so festhalten. Ja, es ist wirklich ein anderes Spielgefühl hier mit Luigi. Und auch cool, dass man mit Luigi das Ganze erleben kann. Und natürlich auch das gespiegelte Verfahren hier, das sorgt auch für ein neues Spielgefühl, neues Erlebnis. Cooles Extra, das da dabei ist. Muss ich schon sagen. So, ja, das reicht jetzt erstmal. End. Haben wir das auch gesehen? Championship Mode, was ist das? Okay, das ist jetzt einfach so. Irgendwie. Da oben zeigt es einen Timer an. Okay, ich muss hier möglichst viele Missionen schaffen, nehme ich an. In dieser Zeit. Also ich weiß jetzt ja nicht. Wie gesagt, ich spiele das Spiel ja auch zum ersten Mal. Jetzt gerade. Und an NES Remix 1 kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, ob es das da auch gab. So, darf ich in die nächste Welt gehen? Schon, oder? Ja, ja, wird schon gehen. Wird schon gehen! Ja, diese Zwischensequenz. Irgendwie unnötig, aber gehört ja auch irgendwie dazu. Hier ist natürlich... Es sind einige Münzen drin. So, nicht mehr viele fehlen. Gehen wir jetzt auch gleich. Hier auch nochmal. Feuerblümchen. 7 Münzen noch. Ach, komm schon. So, hier können wir aber rein. Und hier. Okay. Wow. Soll ich mich jetzt cool fühlen? Okay. Zweite Aufgabe. 25 Münzen. Wo bin ich hier? So. 25. Das ist gut. Das kriegen wir hin, oder? So. Tanuki-Suit. Oh, komm her. Komm her. Ah, du sollst es aufnehmen, du Trottel. Ja, dann halt nicht. Kriegen wir eh gleich noch einen. Wenn ich mich nicht treffen lasse, ich Trottel. Oh Gott, ich stelle mich schlecht an. Ich stelle mich schlecht an. Habe ich eigentlich jemals Mario gespielt? Das muss ich mir echt fragen. Das sieht nicht so aus. Du sollst stehen bleiben, Mann.
Mein Gott, ich bin so von Mario Maker verwöhnt, dass man da gleich greift. Aber jetzt hat's geklappt. So hole ich mir doch noch den Tanuki. Ah! Da kann ich Ärger. Aber naja. Wie viel Münzen hab? Oh, doch so wenig jetzt. Und sterben muss ja auch noch. Ganz super! Egal. Egal, es wurde gespeichert, die anderen Münzen. Ja, ich stelle mich echt schlecht an. Es ist peinlich. Nein, bleib stehen. Aber mir doch egal, ob es peinlich ist. So, Freundchen. Jetzt hol mir den Tanuki Blattdingens daraus. Mein Gott, die Kameraden hier auch noch. Der Trottel auch noch. Ui. Ah, der Bild, der kann mich mal sonst wo. Und hier. So, was ist die letzte Dr. Mario? Okay. So, erzielen so viele Punkte wie möglich. Ja? Versuchen wir mal. Unser Glück. So, da kriege ich jetzt hier einige. Oh ne, es hat jetzt gar nicht. Verdammt, ich bin so dumm. Ich bin dumm. Na, da kann ich eigentlich gar nicht verlieren bei dieser Mission, oder? Das heißt, ich soll einfach so viele Punkte, wie es halt geht, rausholen. Du müsstest jetzt gewonnen haben, oder? Ah ne, da ist ja noch einer. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt hoffen wir natürlich auf so ein... Einmal noch. Oder zweimal. Ja, jetzt wird der Doppelrote gekommen. Oh, hoppla. Oh, naja, so geht's auch. So geht's auch. Ach so. Jetzt muss ich warten, bis die Zeit abläuft, oder wie? Ja, können wir machen. Das geht. Hoppla, was mache ich denn da? Ja. Kann ich Neustart? Nee. Nein, natürlich nicht. So schaffen wir die auch noch, die zwei Typis da, oder? Ja, das geht sich noch aus, den letzten hier zu killen. So, ja, die 4 Sekunden würde ich nichts mehr reißen. Ganz egal. Na, ziemlich schlechtes Ergebnis, ich weiß. Aber hab's jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Nee, das Boot muss ich ja nicht. Hätte ich ja ausgelacht auch noch. Oh, guckt mal. Ranking gibt's auch. Sehr cool. So, gehen wir mal ganz hoch. Oh, ich hab's leider nicht in die Top geschafft. So, Glückwunsch STE. Glückwunsch Thomas. Glückwunsch Matt G. Glückwunsch Leon. Leo. Lea. Glückwunsch JJ. Ja, keine Ahnung. Glückwunsch halt. Egal. So. Best Score. Championship. Okay. Sind das jetzt immer die gleichen Championships? Missionen. Ganz komisch. Egal. Ja, Leute, damit haben wir uns das ganze Spiel mal angeschaut.
hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so ein bisschen retrohaft heute. Wie gesagt, ganz im Sinne vom NES heute, da ja heute ja auch der NES Classic Mini herausgekommen ist. Ich freue mich schon, wenn ich den auch habe. Der ist ganz cool. 30 Spiele davor installiert. Aber bis ich den habe, kann ich mir die Zeit ja mit NES Remix und NES Remix 2 so ein bisschen vergeuden. Wie gesagt, habe bei allem etwas reingeschaut. So ein bisschen Remix-Level gespielt. Super Luigi U Championship Mode. Und einfach mal einen kleinen Überblick gegeben. In ein paar verschiedene Spiele und so. War ganz cool, hier in die Retro-Zeit reinzutauchen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Spielt es am besten selbst, wenn ihr drauf Lust habt oder so. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao.